Regenwetter in Schwenningen. Die Fishtown Pinguins, auch wenn man die Regentropfen vielleicht gar nicht sehen kann. Heute Abend zu Gast bei den Schwenninger Wild Wings hier in Schwabenländle. Und die Fishtown Pinguins müssen das Spiel bei den hochfavorisierten Schwenningern nicht ohne Fanunterstützung hier bestreiten. 5 Fishtown Pinguins Fans sind mitgefahren nach Schwenningen runter in den Süden. Und nicht nur das, sie haben sogar ein Transparent vorbereitet. Die Macht des Nordens, die Jungs von der Weser Bremerhaven. Sag mal, wie teuer war denn dieses Transparent, das ihr da habt, anfertigen lassen? Bisschen laut sprechen, weil ich habe nur ein eingebautes Mikrofon hier. 300 Euro. 300 Euro und das für die Pinguins. Ja. Wobei, ihr könnt das ja sicherlich wieder einrollen und bei jeder Gelegenheit wieder auspacken. Ja. Genau. Ja. Was sagt ihr denn zur derzeitigen Situation bei den Pinguins? Schwierig, aber läuft wieder. Und heute 3 Punkte. Also die Hoffnung ist auf jeden Fall da. Genau. Ansonsten, wie hat euch bislang, oder diese weite Auswärtsfahrt, habt ihr lange überlegt, die zu machen, weil man ja auch gerade weiß, Mensch, wir haben viele Spiele in Folge verloren, oder war das klar, dass ihr kommt? Extra Urlaub eingereicht, so muss das sein. Die Macht des Nordens, die Jungs von der Weser Bremerhaven, ich danke euch und wir wünschen euch viel Spaß beim Spiel.